Im Hohenheimer Schloss ging es zunächst ums pure Vergnügen, bis zur großen Hungersnot 1816. Danach begann der Uni-Alltag mit gerade mal 16 Studenten. Heute tummeln sich mehr als 5000 auf dem Campus. Ursprünglich war dies hier ein Lustschloss. Und dann haben König Wilhelm I., hier links im Bild, und seine Frau Katharina, Zarentochter von Russland, hier rechts im Bild, eine Universität hier draus gemacht. Früher war dies hier ein Prunksaal, heute ist der Rektor der Universität Hohenheim hier untergebracht. Die Universität Hohenheim ist von ihrer Tradition her kommend einzigartig in den Agrarwissenschaften. In den Agrarwissenschaften ganz klar die Nummer 1 in Deutschland. Ergänzt um die Naturwissenschaften, wo insbesondere der Ausbau in den Ernährungswissenschaften im vollen Gang ist. Und für die Großregion Stuttgart ganz besonders wichtig die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wo wir mit der mittelständischen Industrie hervorragend zusammenarbeiten. Psst, hier muss man besonders leise sein. Hier sitzen die Studenten über ihren Büchern und büffeln. Aber in so einer schönen Arbeitsatmosphäre lässt sich's doch sehr gut studieren. Welche Universität bietet das schon? Das war früher übrigens auch mal das Arbeitszimmer von den Herrschaften. Keine Sorge, wir haben uns hier nicht verlaufen. Das gehört immer noch zur Universität Hohenheim. Denn mit Ackerbau und Viehzucht hatte damals alles begonnen. Und dafür ist die Universität Hohenheim heute noch weltberühmt. Insgesamt kommen 10% aller Hohenheimer Studenten aus dem Ausland. Sogar aus Kamerun sind junge Leute zum Studieren hier. So auch Eloge Dongmesa. Nachdem er sein Studium im Bereich Agrarwissenschaften abgeschlossen hat, arbeitet er jetzt an seiner Doktorarbeit zum Thema Fischfutter. Wo er herkommt, hält man viel von Hohenheim. Hohenheim ist in Afrika bekannt. Das könnte man auch hier sehen, dass wir hier speziell ein tropisches Zentrum haben. Und das macht Deutschland bei uns einfach berühmt. Und daher meine Entscheidung, nach Hohenheim zu kommen. Also Gummibärchen mag ich eigentlich auch total gerne. Aber von denen sollte man vielleicht nicht zu viel essen, denn die werden in den Labors der Uni Hohenheim hergestellt. Die haben ein Geheimnis. Aber eins kann eigentlich nicht schaden. Diese Gummibärchen helfen bei Mukoviszidose. Vor allem Kinder leiden an den Folgen dieser unheilbaren Krankheit und brauchen außer Medikamenten auch noch Vitamine. Also wir hatten zwei Probleme. Das eine war, dass unsere Patienten schon sehr viel Medikamente einnehmen müssen, sodass wir nach etwas gesucht haben, was von dieser Medikamentenschiene etwas weggeht und das Produkt etwas attraktiver macht. Und auf der anderen Seite haben wir etwas benötigt, wo wir den Rohstoff gut verpacken können. Also wo wir ein Produktionsverfahren einfach haben, das die Vitamine nicht abtötet unterwegs und wo die Vitamine optimal erhalten bleiben. Und da haben wir diverse Süßwarenprodukte durchprobiert und die Gummibären waren letztlich das, was als die optimale Lösung sich erwiesen hat. Der beliebteste Studiengang in Hohenheim sind die Wirtschaftswissenschaften. Pascal Guyen hat sich schon vor dem Abschluss mit seinem Kommilitonen Holger Hettich selbstständig gemacht. Ihr Geld verdienen die beiden mit Markt- und Wettbewerbsanalysen. Die Idee war eigentlich schon seit einer Weile im Raum. Und dann gibt es hier an der Uni ein entsprechendes Vertiefungsfach, nennt sich Entrepreneurship und hat eben zu tun mit Unternehmertum, Existenzgründung und so weiter, in dem der Herr Hettich und ich dann entsprechend auch unsere Vertiefungsrichtung gewählt haben. Da haben wir dann schon erste Informationen bekommen, wie das funktioniert, wo gibt es Anlaufstellen und so weiter. Und dann sind wir eben hier auf dieses Existenzgründungszentrum gekommen, indem wir dann jetzt tatsächlich ein Büro gemietet haben, das wir zu einem speziellen Preis bekommen für Existenzgründer. Ist okay, wir können produzieren. Also, ab! Der eine lacht sich schlapp, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht. Der andere brüllt vor Lachen, wenn er einen Multifaktor-Streifen sieht. Und das ist das, was ich hier mache. An der Universität Hohenheim kann man auch Journalistik studieren. Im eigenen kleinen Hörfunkstudio und Fernsehstudio produzieren wir kleine Beiträge. Mit 100 Stundenkilometern rast die Atemluft aus unserem Mund, wenn wir nach einem guten Witz in schallendes Gelächter ausbrechen. An die Uni Hohenheim kommen nicht nur Studenten, sondern auch Feinschmecker. Denn hier ist die Speisemeisterei, eines der Top-Restaurants in Deutschland. Für mich ist das im Moment noch ein bisschen zu teuer, aber das gönne ich mir dann nach meinem Examen.